Die Ellipsengleichung. Einmal in kartesischen Koordinaten und einmal in Polarkoordinaten. Wir fangen mal mit kartesischen an. Ellipse kartesisch schreibe ich jetzt mal. Und da die Ellipse in der üblichen Lage, gleich lege ich sie etwas anders hin, aber die Ellipse in der üblichen Lage, ich habe auf der x-Achse die eine Hauptachse, gerne die lange Hauptachse, nennen wir sie A. So. Und auf der y-Achse die andere Hauptachse, gerne die kurze, nennen wir sie B. Und da jetzt dieses nette Oval durch. In einem Seminar kam mir schon die Superellipse vor. Man könnte es auch noch ein bisschen eckiger haben, wenn man will. Nein, die ganz originale Ellipse. Was ist eine Gleichung für diese Ellipse? Wie können Sie die hinschreiben? Sie starten mit der Kreisgleichung. X² plus y² ist gleich Radius ins Quadrat. Oder der Einheitskreis. Das ist die Gleichung für den Einheitskreis nach Pythagoras. Irgendwie muss ich den Einheitskreis verzerren. A hat die Einheit Meter, B hat die Einheit Meter. X hat die Einheit Meter, Y hat die Einheit Meter. Sie können eigentlich nur Folgendes tun. Das ist eigentlich das Einzige, was man tun kann. Und das ist es dann auch. Jetzt steht hier was ohne Einheit. X hat Meter, A hat Meter. Das hat keine Einheit, das hat keine Einheit. 1 kommt raus. Wenn ich A verdopple, eine Ellipse haben will, die doppelt so breit ist. Wenn ich A verdopple, muss ich X verdoppeln, damit hier vorne wieder dasselbe rauskommt. Wunderbar. Wenn ich B verdopple, eine Ellipse haben will, die doppelt so hoch ist, muss ich Y verdoppeln, damit da wieder dasselbe rauskommt. So sieht's aus. Das ist die kartesische Ellipsengleichung. Also Sie starten einfach mit dem Einheitskreis und verformen sozusagen den Einheitskreis, dass er in X-Richtung die richtige Größe hat und in Y-Richtung die richtige Größe hat. Und fertig. Und dann kann man die Ellipse auch ganz nett in Polarkoordinaten übersetzen. Deshalb bringe ich das hier überhaupt, Ellipse in Polarkoordinaten. Der übliche Trick ist, dass man die Ellipse dazu nicht in den Ursprung setzt, mit ihrem Mittelpunkt in den Ursprung setzt, sondern mit einem Brennpunkt in den Ursprung setzt. Vielleicht sollte ich das hier oben nochmal einmalen. Die Ellipse hat ja zwei Brennpunkte. Sowas, nehmen Sie da, bin ich nicht so gut drin, sowas irgendwie. Die Brennpunkte der Ellipse. Sie kriegen die Ellipse ja konstruiert, Gärtnerverfahren, indem Sie zwei Flöcke in den Boden schlagen, ein Seil spannen und dann gehen Sie mit dem Seil, gespannten Seil, einmal rum. Auf diese Weise. Hier einen Flock rein in den Boden und dann gehen Sie mit dem Flock einmal rum und halten das Seil gespannt. Das Seil läuft dann hier an diesem Flock vorbei. Das ist die Gärtnerkonstruktion der Ellipse. Diese Länge hier ist immer gleich. Und diese beiden Punkte hier sind dann die Brennpunkte. Und ich sollte auch noch, jetzt wird es ein bisschen eng, einzeichnen, was die Brennweite ist. Das hier ist die Brennweite, klein f für Fokus. Das wäre die Brennweite, f. Und die Polarkoordinatenkonstruktion der Ellipse macht man typischerweise aus einem Brennpunkt heraus. Ich lege einen Brennpunkt der Ellipse in den Ursprung. Ich habe eine Idee, wie es geht. Ich male einen Kreis und dann sage ich, Form ändern in Kreisellipse. Naja, so, und jetzt machen wir eine Ellipse. Leider zeigt er mir jetzt nicht, wo die Brennpunkte liegen, aber vielleicht sowas. So, das ist jetzt meine Ellipse. X, Y, hier soll einer der beiden Brennpunkte liegen, das soll der andere Brennpunkt sein. Hier ist das Zentrum, der Mittelpunkt der Ellipse. Das heißt, von hier bis hier ist die Brennweite, von hier bis hier ist die Brennweite, von hier bis hier ist die eine Halbachse, die lange, von hier bis hier ist die andere und hier habe ich die andere Halbachse. Uff, das möchte ich jetzt mit Polarkoordinaten hinschreiben. Dafür gibt es gleich lustigerweise eine sehr knappe Formel, wie das mit Polarkoordinaten geht. Also ich möchte gleich Folgendes beschreiben.
Wie kann ich den Punkt auf der Ellipse darstellen? Radius, Winkel. Dafür eine schöne Formel. Sie sehen, zu jedem Winkel gibt es genau einen Radius. Wenn Sie diesen Winkel hier nehmen, kriegen Sie den Radius. Wenn Sie diesen Winkel nehmen, kriegen Sie den Radius. Wenn Sie diesen Winkel nehmen, kriegen Sie den Radius. Ich will gleich eine Formel haben, bei der der Radius vom Winkel abhängt. R von Phi für die Ellipse. Die Formel suche ich. Also in Polarkoordinaten kann man tatsächlich explizit eine Formel angeben. Hier in kartesischen Koordinaten haben wir ja nicht stehen, y ist gleich, könnte man auch, y ist gleich plus minus Wurzel irgendwas, aber sähe nicht so hübsch aus. Hier in Polarkoordinaten können Sie wirklich sagen, Radius in Abhängigkeit vom Winkel ist gleich irgendwas, eine explizite Formel. Fangen wir mal gerade an. Haben wir gerade ein paar geometrische Hilfsmittel. Stellen Sie mal als erstes fest, was der Zusammenhang zwischen Brennweite und A und B ist. Ich male mal zwei Hilfslinien ein. Gucken Sie sich mal diese beiden Hilfslinien an und versuchen Sie mal einen Zusammenhang zu finden zwischen A, B und F. Genau, jetzt kommt die Gärtner-Konstruktion. Wenn Sie diese rote Strecke nehmen und diese rote Strecke dazu, muss das nach Gärtner-Konstruktion dasselbe sein, als wenn Sie diese rote Strecke nehmen und diese rote Strecke dazu. Oder als wenn Sie diese rote Strecke nehmen und diese rote Strecke nehmen. In die Richtung denken Sie mal, dann wissen Sie, wie lang diese beiden hier sind und Sie kriegen eine Beziehung zwischen A, B und F. Wir fangen mal mit dem hier an. Wenn Sie ganz nach rechts gehen und dann gehen Sie hier wieder voll zurück zu dem Brennpunkt, wie lang ist diese rote Strecke? Von da bis zum Rand und zu dem zurück. Genau, 2a. Sie gehen von da bis da und dahin wieder zurück. Stellen Sie sich vor, dieses Stückchen würden Sie da dran legen. Dann haben Sie 2a. Diese rote Strecke ist also 2a lang. Fein. Und das muss sie nach Gärtner-Konstruktion überall sein. Hier ist sie 2a lang, da ist sie auch 2a lang. Das heißt, dieses Stückchen hier, diese rote Hypotenuse, wie lang ist dieses Stückchen? Genau, dieses Stück muss dann A sein, die Hälfte von der roten Schnur, die der Gärtner gespannt hat. Dieses Stück muss A sein. Und jetzt kommt Pythagoras. Das ist die Hypotenuse in diesem rechtwinkligen Dreieck. Und Sie sehen, f² plus b² ist gleich a². f² plus b² ist gleich a². So ein ganz billiger Zusammenhang. Damit kriege ich also diese Brennweite raus. F, ich löse einfach nach F auf. F ist also die Wurzel, wird nicht negativ die Brennweite, deshalb in jedem Fall plus die Wurzel. Die Wurzel aus a² minus b². So kriegen Sie die Brennweite. Wie weit liegt der Brennpunkt links, rechts aus dem Zentrum der Ellipse weg? Differenz der Quadrate der beiden Halbachsen, daraus die Wurzel. Nebenbei, wenn Sie einen Kreis haben, A und B dasselbe, beide Halbachsen gleich lang, steht da F ist gleich 0. Er liegt genau im Zentrum, der Brennpunkt. Links und der rechts liegt auch genau im Zentrum. So. Und jetzt will ich ein bisschen Vektorrechnung haben. Jetzt interessiert mich dieser allgemeine Fall. Der Radius in Abhängigkeit vom Winkel. Winkel, Radius. Ich male auch nochmal diese Verbindung ein. Was wissen Sie jetzt über diese Seite? Wie lang ist diese Seite? Genau, die Gärtner-Konstruktion. Diese gesamte blaue Linie muss wieder die Länge 2a haben. Alle diese roten Linien haben die Länge 2a. Diese blaue ist ja ein Spezialfall davon. Das muss die Länge 2a sein. Hier habe ich aber schon die Länge r. Von da bis zum Punkt, den ich ausrechnen will, ist die Länge r, der Abstand vom Ursprung, dessen Polarkoordinaten, dann ist hier also 2a minus r, damit ich insgesamt wieder auf 2a komme. Und jetzt kommt Vektorrechnung. Mal sehen, ob das in 10 Minuten klappt. Toi, toi, toi. Jetzt kommt Vektorrechnung. Und Sie haben das. Die Länge von diesem Vektor hier ist 2a minus r. Jetzt schreiben Sie diesen Vektor mal mit Vektor.
Vektoren, anderen Vektoren hin und rechnen dessen Länge aus. Das müsste eigentlich funktionieren in 7-8 Minuten. Mal sehen. Lassen wir uns überraschen. Also die Länge, ich schreibe das mal wieder so schön mit Doppelstrichen, die Länge von diesem Vektor hier interessiert mich. Von dem grünen Vektor möchte ich die Länge haben, von dem hier. Ich weiß schon, was es ist, 2a minus r. Das Spannende ist vielmehr, was ich gleich auf der anderen Seite kriege. Den grünen Vektor mit anderen Vektoren hinschreiben und dann die Länge ausrechnen. Sie ahnen, mit welchen Vektoren das passieren wird. Ich brauche diesen Vektor hier, der ist schön einfach zu schreiben. Na, das geht, da habe ich es noch in der Skizze. Und ich brauche diesen Vektor hier, der ist auch schön einfach zu schreiben. Wählen Sie den grünen Vektor mit dem violetten und dem orangen. Drücken Sie den violetten und den orangen mit Polarkoordinaten aus oder sogar noch einfacher. Das schreiben Sie da unten rein und fertig. Fast. Bisschen umformen. Ja, also erster Schritt, das ist violett minus orange. Ist das nicht bunt? So, violett minus orange, das ist der grüne. Proberechnung. Sie kriegen den violetten, wenn Sie den grünen und den orangen addieren. Den grünen und den orangen addieren gibt den violetten. Stimmt, also es ist wirklich diese Differenz. Und das Hübsche ist, dass ich jetzt diese Vektoren, den orangen und den violetten, in Zahlen, was heißt in Zahlen, in Formeln hinschreiben kann, in Vektoren hinschreiben kann. Der orangene ist einfacher. Sie sehen, die y-Komponente von dem Orangen ist 0. Der bleibt auf der x-Achse liegen. Das ist billig. Und die x-Komponente von dem Orangenen? Na, genau, 2f. Können Sie direkt ablesen. F, f, 2f ist die x-Komponente von dem. Und der violette, den hatten wir eigentlich schon. Was schreiben Sie als Komponenten für den violetten? Genau, da kommen jetzt die Polarkoordinaten. R mal Cosinus Phi, wenn ich es hier irgendwie zwischenschmieren kann. R mal Sinus Phi. Dieser Vektor hier, Winkel Phi, Länge R, da kommen einfach die Polarkoordinaten. Wunderbar. Sie sehen, jetzt bin ich im Element. Ich kann die Zeichnung vergessen. Hier bin ich im Element. Hier steht einfach nur noch was mit Vektoren. Das geht so, was mit Vektoren. Hier steht also die Wurzel. Schreibe ich nochmal insgesamt hin. Hier steht also R mal Cosinus Phi minus 2f und unten steht R mal Sinus Phi. Das ist der Differenzvektor. Ich schreibe es wirklich nochmal so ausführlich hin, sorry. So, einfach die Differenz ausgerechnet. Oben 2f abgezogen, unten nichts abgezogen. Und jetzt kommt Länge mit Pythagoras. Oben quadrieren. R mal Cosinus Phi minus 2f Quadrat. Unten quadrieren. R Quadrat mal Sinus Phi ins Quadrat. So sieht es bis dahin aus. Hier vorne kann ich es ja noch ausbuchstabieren. Das macht also R Quadrat mal Cosinus von Phi ins Quadrat minus 2ab. Also minus 4rf Cosinus Phi. Oh je, minus 4rf Cosinus Phi. Und hinten das 2f noch quadrieren plus 4f Quadrat. Was können wir da noch retten? Ist gleich Wurzel. Sehen Sie irgendwas in der Wurzel, was man zusammenfassen kann? Immer diese dummen Fragen. In der Wurzel kann man was zusammenfassen. Was kann man in der Wurzel zusammenfassen? Genau, Pythagoras. R Quadrat mal Cosinus Quadrat, R Quadrat mal Sinus Quadrat. Gibt Ihnen einfach nur R Quadrat mal 1 sozusagen. Also hier mit Pythagoras die beiden zusammenfassen. Den Rest schreibe ich nochmal hin. Minus 4rf Cosinus Phi plus 4f Quadrat. So, jetzt hoffe ich, dass ich irgendwas hier auflösen kann. 2a minus den Radius. Wie weit bin ich weg vom Ursprung? 2a minus den Radius ist diese Wurzel. Ich quadriere mal beide Seiten, damit die Wurzel weggeht. 2a minus r quadrieren. Schauen wir mal hin. 2a minus r Quadrat ist gleich das Quadrat dieser Wurzel. Also r Quadrat minus 4rf Cosinus vom Winkel plus 4f Quadrat. Da hilft wohl nichts anderes, als weiter auszumultiplizieren. Hier steht also 4a Quadrat minus 4ar plus r Quadrat, hoffentlich. Jupp.
Was kann ich jetzt rausstreichen? Genau, Sie sehen, wir haben Glück gehabt. Das sieht erst aus wie eine quadratische Gleichung für R², ist sie nicht. R² fliegt netterweise raus. Keine quadratische Gleichung für R. Das R² fliegt raus. Überall steht der Faktor 4 drin. Den können wir uns auch noch sparen. Ich glaube, jetzt sortiere ich erstmal die Trümmer wieder zusammen. Ich finde also A² minus AR, steht hier links, ist gleich minus RF mal Cosinus Phi plus F². Der Job war, nach R aufzulösen. Ich bringe R auf eine Seite. Ich überlege mal gerade, A² ist garantiert länger als F². Die lange Halbachse ist länger als immer länger als die Brennweite. Also versuchen wir mal A² minus F² auf der linken Seite. Das ist größer gleich 0 auf jeden Fall. Und ich sammle mal alles mit R auf der rechten Seite, das AR rüber. Dann steht hier AR mal minus RF Cosinus Phi. Da klammere ich R aus. Das macht also R mal A minus F Cosinus Phi. Erinnert sich noch irgendwer, was A² minus F² ist? B². Hier steht also auf der linken Seite B². Und dann haben wir es jetzt auch nur wenige Minuten nach der Zeit. Der Job war, nach R aufzulösen. R in Abhängigkeit vom Winkel, ich schreibe es mal ausdrücklich hin, R in Abhängigkeit vom Winkel ist jetzt also B² durch A minus F mal Cosinus vom Winkel. Das ist die Ellipse in Polarkoordinaten. Und Sie kriegen jetzt wirklich so eine hübsche Formel. Sie setzen den Winkel ein und kriegen den Radius raus. Sicherheitshalber, weil ich doch so viel Wert auf Sanity-Checks lege, was probiere ich jetzt aus, um festzustellen, ob es eine Chance hat, richtig zu sein? Was probieren Sie jetzt aus? Okay, wir probieren also auf jeden Fall mal Phi gleich 0, das muss noch sein. Dann kriegen wir R von 0 ist gleich B² durch A minus F mal 1. Das sieht ja erstmal spannend aus. Mal gucken, was es wirklich sein soll. Es soll sein F plus A. Muss ich das angucken? F plus A. Den Punkt möchte ich haben. Das ist F und das ist A. Oh oh. Das sieht erstmal nicht nach F plus A aus. Wir müssen ein bisschen umformen. B² durch A minus F. Aber ich weiß, B² ist A² minus F². B² ist A² minus F², das schreiben wir hin. Hier steht also A² minus F² durch A minus F. Was machen Sie daraus? Genau, Binomi. Der Zähler ist doch A minus F mal A plus F. Das schreibe ich wirklich mal nochmal hin. A minus F mal A plus F. Dritte Binomi durch A minus F. Den die dritte Binomi kürzen, A plus F, wie es sein soll. Ein Sanity-Check funktioniert schon mal.